Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Phasmophobia. Schön, dass ihr wieder mit mir auf der Jagd seid. Heute unterwegs in einer regnerischen Gewitternacht, mal wieder im hochgefährlichen kleinen Tanglewood Street House, dem es so wenig Versteckmöglichkeiten gibt und sich meistens sehr aggressive Geister aufhalten. Und unser Geist heute ist Megan West. Und die Aufgaben, die sie mitgebracht hat, sind: erreiche einen durchschnittlichen Sanity-Wert von unter 25%, stell die Anwesenheit eines Geistes und eines Bewegungssensors fest und... warum ist eigentlich immer eins von diesen Zielen dabei? Verwende das Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu hindern. Okay, Generator kriegen wir ja nicht angezeigt. Wir nehmen uns eine Taschenlampe mit. EMF haben wir nicht dabei. Nee, Bewegungssensor. Na gut, egal. Wir nehmen trotzdem EMF mit und wir nehmen trotzdem wieder ein Fotoapparat mit. Erstmal immer ganz klassisch. Schlüssel, Tür auf, das an, Licht an, los geht's, einmal raus. Ah, ist das ungemütlich hier, wir kommen erstmal schnell rein. Megan, ganz kurz mal so, hallo, hier sitzt mal wieder. Nee, was soll denn das? Was ist denn hier, was? Fahrer, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt überhaupt nicht mit den Häusern, wo du uns absetzt. Was ist denn das? Soll denn das? Guck mal hier. Von 0 auf 4, von 4 auf 6. Die dreht immer noch mehr durch, während wir schon längst raus sind wieder. Megan, warum? Guck mal, das Auto in der Garage geht auch schon los. Okay, zweiter Versuch, reinzukommen ins Haus. Hallo? Wir da nochmal. Ich höre es schon wieder, sie läuft schon wieder irgendwo rum, glaube ich. Mach mal hier die Türen erstmal zu. Spieluhr! Nicht gut, überhaupt nicht gut. Mach mal hier auch zu. Nimm mal einen Schlüssel mit fürs Auto. So kein gutes Gefühl. Jetzt schon nicht mehr. Wenigstens haben wir hier den Sicherungskasten. Mach erstmal an. So. Hier gibt es wenigstens mal ein Versteck. Unglaublich. Ja, wahrscheinlich ist Meg in der Garage unterwegs. Könnte ich mir gut vorstellen. Oder vorne in dem Zimmerchen. War der Teppich schon immer so verschoben? Okay, machen wir erstmal Licht an. So, schon viel besser. Doppelt so gut. Und hier auch noch. Alles klar. Guck mal hier kurz mal rein. Nichts. Hier könnte es natürlich auch drin sein, weil hier hat man sie ja gleich singen hören aus der Ecke hier. Hallo, Megan, ist das dein Zimmer? Wenn du hier drin bist, gib uns mal ein ganz harmloses Zeichen. Bist du hier? Ja, da bist du, grüß dich. Hallo, wie schön. Kam so angewackelt mit ihrer Sense. Aber ein Foto haben wir noch geschafft. Können wir nach Hause fahren? Warum? Guck mal, die ist von 0 auf 7 geschossen. Das ist eigentlich auch schon ein Zeichen dafür, oder? Von 0 auf 7? Das ist doch sicher ein EMF 5, oder muss das immer genau die 5 sein, von 0 auf 5? Weil 0 auf 7 ist doch noch höher als 5. Dann, keine Ahnung. Komm, wir gehen nochmal, wir müssen das EMF da drin liegen lassen. Die scheint aber hier vorne drin zu sein. Ganz ruhig. So, einmal das kannst du hier behalten. Einmal das. Lass mal ein Thermometer holen und gucken, ob sie da wirklich drin ist, ob das der kälteste Raum ist. Und ich glaube, es wird Zeit, wird ganz dringend mal Zeit hier. Hier, so eine Sanity. Wir wissen ja nicht, wie viel wir haben, aber wir dröhnen mal. So, wir müssen ja noch unter 15, das kriegen wir zum Ende noch hin. Okay, Thermometer und schon mal ein, so ein Kruzifix. Aber bei dem kleinen Raum müssten wir mit zwei Kruzifixen ja eigentlich super auf der sicheren Seite sein. Hast du gehört, Megan? Wir sind auf der sicheren Seite. Hallo. Naja. Ja, unter 13 Grad ist theoretisch kalt genug, um Geisterraum zu sein, aber... Aber irgendwie ist mir das nicht kalt und das gefällt mir nicht. Die ist
Hallo? Nee, die Leute, pass mal auf, die ist ihr. Hatten wir hier hinten nicht auch schon? Hört ihr das die ganze Zeit? Ja, ich weiß, ich glaube, die ist eher in der Garage. Hier ist viel kälter. Okay, Garagen-Megan. Kriegst trotzdem schon mal ein Kruzifix hier vorne reingelegt, in den vorderen Bereich. So, dass wir bis zur Tür sind. So. Was zum Geier? Raus hier! Kommt denn jetzt da so krauchend und hauchend aus der Ecke gekrabbelt? Nee, Megan. Nee. So, ruhen wir uns erstmal ein bisschen aus. Hier, guck mal, wir haben schon da ein Foto gemacht. Und hier so ein Foto gemacht. Guck mal, ist sogar ein Geisterfoto geworden. Ist doch gut. Ah ja. So, bisschen einfach mal ein bisschen durchschnaufen kurz. Ja, so ist das. Wie geht's dir da vorne, Fahrer? Alles gut soweit? Schmeckt das Mettbrötchen? Freut mich. So, okay, nimm doch einfach gleich nochmal eins mit. Das hat ihr schon mal, glaube ich, gar nicht gefallen, dass wir da ein Kruzifix reingepackt haben. Hier, und schnappt ihr mal das EMF noch. Ganz ruhig, Megan, ganz ruhig. Es wird alles gut. So. Die kam eher so von... Komm, wir packen das eher mal so... Obwohl... Hier packen wir das hin. Da packen wir das hin. Das reicht immer noch nicht für die ganze Garage. Zumindest schon mal für einen großen Teil. Wenn du hier bist, kannst du vielleicht mal das EMF auslösen? Nur das EMF, ganz harmlos. Wir hätten hier drüben, hier müsste eigentlich das... Egal, ist schon okay, erstmal so. Schon okay, erstmal so. Kannst du vielleicht mal das EMF auslösen? Sie ist aber noch hier, nicht, dass sie rausgelaufen ist, ne? Nee, sie ist noch hier. Und in dem Raum hier eigentlich auch. Hoffentlich nicht. Nee, hier ist noch wahr. Alles klar, sie ist wirklich nur in der Garage. Ja, alles klar. Wenn du hier bist, löst doch mal das EMF aus. Guck mal, seit wir die Kruzifixe ausgelegt haben. Ist deutlich ruhiger jetzt, das zweite jedenfalls. Raus. Lass die Tür auf. Sehr schön. So, okay. Okay. Bis jetzt haben wir noch gar keinen Beweis, ne? Noch gar nichts. Oder? Nee, wir haben noch gar nichts. Okay, dann nehmen wir jetzt eine Geist... Das ist riskant, eine Geisterbox. Wir nehmen trotzdem die Geisterbox mit rein. Und wir nehmen die Kamera mit rein für Orbis. Und... Nee, Kamera für Orbis und das ist gut. Und sendet... Licht ist aus. Im Haus ist Licht aus. Megan, das Licht ist irgendwie aus. Kannst du nochmal anmachen? Megan, hallo? Ich habe mir die Sicherung rausgemacht. Aber ist ja auch genau bei ihr in der Garage. Die springt uns gleich so aus der Ecke an. Ganz ruhig. Mach erstmal hier gleich wieder. Mach die Tür auf. Mach das an. Anmachen. Sehr schön. Die müssen wir trotzdem einmal ausschalten, ja, jetzt für die Orbis. Mach mal die Tür zu hier. Ich will hier nicht drin sein. Da. Nee. So, da fliegt einer, aber nichts da. Nee. Ich würde sagen. So, auf den ersten, zweiten, dritten Blick keine Orbis. Okay, pack die Kamera mal hier hin. Trotzdem, so. Okay, Licht an. Bist du hier? Da, sie wirft irgendwas und bewegt... Wo bist du? Bewegt irgendwas. Habe ich mich erschrocken. Was willst du? Nee, Leute. War es gerade Gefriertemperaturen?
0,6. Wir sind nah dran. Aber reicht nicht. So, sie sagt nichts über die Box. Orbis fliegen auch nicht rum. Vielleicht hat man EMF-5, aber bis jetzt löst es nicht mehr aus. Lass bloß die Tür auf, lass bloß die Tür auf. Ich glaube, die Kruzifixe haben sich total aus der Bahn geworfen. Könnte sein, dass das vielleicht ein Dämon ist dann? Guck mal auch, was die Aktivitäten angeht. Weil ein Dämon wird doch direkt eingeschüchtert vom Kruzifix so ein bisschen. Das bremst den doch. Und vorher so aktiv und aggressiv schon gleich. Ja, komm, wir schmeißen zwei Bücher rein. Halt. Dröhnung oder nicht? Wir gehen so rein, wir gehen so rein. Obwohl wir gerade gefragt haben. Egal, wir gehen so rein. Risiko. Was bestimmt Dämon? Verdammter Mist. Und hockt natürlich auch in der Garage, wo die einzigen Schränke zum Verstecken sind. So. Hier, Megan, haben wir mal zwei Bücher mitgebracht. Kannst du dir eins aussuchen und was reinschreiben. Mach nochmal Licht an. Wenn du hier bist, kannst du mal das EMF auslösen. Gib uns mal ein Zeichen. Und die macht auch gar nichts mehr. Schreib was in das Buch. Ist total ruhig, seit die Kruzifixe hier liegen. Ja, es spricht ziemlich viel für einen Dämon, glaube ich, würde ich erstmal Hallo sagen. Nicht rauslaufen aus der Garage. Da, sie schreibt. Wie gut. Ein Beweis haben wir. Wo ist ein... Achso, Futterberat habe ich im Auto gelassen. Der ist auch voll schon. Okay, das Buch nehmen wir mit. Das legen wir mal hier raus. Hallo. Ich mach mal zu dann. Warte, ich habe mein Lieblingslied aufgeschrieben. Willst du mitsingen? Nee, danke. Wieso stehst du jetzt da vorne? Wieso stehst du jetzt da vorne? Aber Buch. Buch haben wir wenigstens einen Beweis. Buch. Ist da der Dämon noch dabei? Dämon ist noch dabei. Hat sie eigentlich Türen bewegt und so? Nee, ne, hat sie nicht. Wir haben ja nur einen Bewegungssensor. Wir nehmen jetzt trotzdem mal eine Dröhnung nochmal. Zur Sicherheit immer den einen Bewegungssensor mit. Und Taschen der Fingerabdrücke nehmen wir nochmal mit. Stand sie genau da vorne und macht doch gleichzeitig wieder die Sicherungskasten noch raus. Hat sie mit einem sehr langen Arm dann von da vorne in die Garage reingegriffen. So, wehe, du bist jetzt hier raus. Aus deiner Garage. Nein, anmachen. Nein, anmachen. Und anlassen. Ne, 16 Grad. Hier ist zu warm. Hier ist sie nicht drin. Hier ist sie nicht drin. Sie ist noch in der Garage. Oh, Moment. Jo, okay, sie ist noch in der Garage. Sie ist noch hier. Das war eine Tür. Nee, nichts drauf. Es war aber eine von den beiden Türen, bin ich mir sicher. Vielleicht die Schranktür? Nee, das war eine von den beiden Türen hier. Okay, okay. Kruzifixe sind noch ganz. Wo bringen wir den denn an? War sie hier vorne an die? Jetzt habe ich schon viel Sachen rumgeschmissen. Wir bringen da mal einen an. Wie sieht das andere Kruzifix aus? Das ist auch noch gut. Achso, hier können auch Abdrücke drauf sein. Auf dem Sicherungskasten oder auf den Schränken auch. Ist aber nichts. Oh, das ich bin durchgelaufen. Alles gut. Noch einmal sicher gehen, dass sie hier wirklich nicht reingewandert ist. 3,4 Grad. Nee, 15. Ganz ruhig, Megan, ganz ruhig. Wir sind spät wieder viel zu lange. Das waren jetzt aber nicht wir, oder? Nee, das waren nicht wir. Das war sie. Okay. Jetzt gehen wir nochmal. Da rennt sie wieder. Die. Die hat sie gesagt. Okay, danke. Ich habe noch gar nichts gefragt. Sie sagt gleich die. Bist du hier?
Nee, 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 raus. Leute, raus. Tür zu. Die. Ich will nach Hause. Ich habe so kein gutes Gefühl. Das war auf jeden Fall die Box, Leute. Man hat's gehört. Die. Oh, Deogen und Moroi sind auch noch dabei. Warum? Warum? Aber Dämon ist raus. Auf jeden Fall die. Hat man gehört. So, okay. Mare. Das Geisterorb, wie hieß denn die? Und der Moroi. Gefrier, würde ich auch ausschließen. Deogen, Dotz-Projektor. Passt mal auf, Leute. Der ist das. Bewegungssensor haben wir auf jeden Fall. Sanity noch nicht. Aber wir arbeiten dran. Okay, Leute, das wird extrem, weil vor dem können wir uns nicht verstecken, ne? Das in dem kleinen Haus. Ich glaube, mit dem Kruzifix lassen wir sein. Mit dem Kruzifix lassen wir sein. Wenn es jetzt nicht schon zu spät ist. Oh, oh, oh. Wird an den Türen gerappelt. Bringen wir es gleich mal hier an. So. Gehen wir die Kamera rüber. Wenn wir die hier hinstellen, müsste das doch eigentlich passen. So. Da, ich habe ihn schon laufen sehen. Raus. Raus. Lass die Tür auf. Weil vor dem können wir uns nicht verstecken. Der weiß immer, wo man ist. Bei dem muss man die ganze Zeit in Bewegung bleiben irgendwie. Das war doch der. Auf jeden Fall haben wir ihn gesehen. Dotz, Deogen. Nee. Dann darf die Sanity auch nicht runtergehen. Was wir stattdessen machen, ist dann vielleicht lieber nochmal gucken, dass wir uns ein paar Fotos holen. Ein paar Fußabdruckfotos. Sanity-Pillen haben wir jetzt gerade nochmal genommen. Die muss eigentlich jetzt hoch genug sein. Haben es schon wieder. Der mag das Licht einfach nicht. Ah nee, sie ist ja Megan. Megan mag das Licht einfach nicht. Hallo, Megan. Hier nochmal. Machen eben nochmal das hier an. Das kommt weg, macht mich sonst nervös. Die Dinger auch mal vom Boden. Machen wir Licht an. So, okay, wir haben das hier, Fotoapparat hier, Lampe hier. Wir holen nochmal eben Salz rein. Lauf. Ich hoffe, wir riskieren nicht zu viel, jetzt einfach noch Fotos machen. Weil sollten wir auch lieber nach Hause fahren. Irgendwie habe ich auch kein gutes Gefühl mehr. So, nimm das mit. Fotoapparat haben wir drin. Taschenlampe haben wir drin. Bringen wir Salz mit. Wird schon nichts schief gehen. Megan, hast du gerade schon wieder das Licht ausgemacht? So. Taschenlampe, Fotoapparat. Lauf ruhig mal ein bisschen durch das Salz. So ganz harmlos und friedlich. Nehmen wir noch ein paar Fotos mit. Hallo? Megan? Hat sie das zweite Buch was reingeschrieben? Ja, hat sie auch. Nehmen wir davon auch schon mal das Foto mit. Sie hat keine Lust, durch Salz zu laufen. Wir sollten hier nicht mehr so lange... Hallo? Rumstehen. Nee, wir sollten hier nicht mehr so lange rum... Hallo? Rumstehen. Die will da nicht durchlaufen. Vielleicht ist auch gar nicht mehr hier. Doch. Die ist noch hier. Okay. Nee, Leute, wenn die jetzt dann nicht in den nächsten 2-3 Sekunden durchläuft, fahren wir sowas von nach Hause. Ja. 1, 2, letzte Chance. Megan. Vorbei, wir sind raus. Wir fahren. Tür zu. Die Tür hier nicht zu, die bleibt auf. Alles klar, raus sind wir. Deogen. Gut, dass wir nicht versucht haben, dem zu entkommen. Alles klar. So, naja, ein paar Fotos haben wir, das haben wir.
Sanity ist zu riskant, weil wenn die Jagd losgeht, geht sie los. Dann haben wir Pech gehabt. Geht auch so. Eingetragen haben wir alles, ne? Diogen haben wir. Die paar Fotos, die wir haben, haben wir. Wieso hatten da... Oh, ich hab das eine Buch... Das eine Geisterbuch nicht fotografiert. Das, was ich in den anderen Raum rübergelegt habe. Da müssen wir nochmal schnell reinlaufen. Mist. Mist. Ich will da nicht nochmal reinlaufen. Da flackern auch schon gleich die Lichter. Hier, das haben wir gar nicht fotografiert. Zählt ja auch noch. So, jetzt aber raus hier. Kurz gucken. Ja, weil man kann nämlich beide Bücher noch fotografieren. Okay. Sehr schön. Reicht. Fahrer, sowas von Abfahrt. Und Tanglewood ist erstmal wieder gestrichen. Es war schon wieder viel zu viel des Guten. Schmeiß das hier hin. Okay. Wir sind raus. Wir sind raus. Abfahrt. Passt schon. Die wollen einfach nicht durchs Salz laufen. Und das andere ist Diogen. Wir haben keine Möglichkeit. Wo sollen wir in dem kleinen Haus die ganze Zeit weglaufen? In Bewegung bleiben irgendwie. War aber richtig. War ein Diogen. Und guck mal, trotzdem noch 225 Dollar. Das ist doch gut. Das geht doch. Wir waren... Guck mal, 16 Geisterinteraktionen. 4 Geisterereignisse. Kam mir auch schon wieder mehr vor. Wir waren 6 Minuten im Geisterraum. Was? Nur 6 oder 7 Minuten? Kam mir auch viel länger vor. 10 Minuten Licht, 9 Minuten Dunkeln, 20 Minuten auf der gesamten Geisterjagd. Okay, Lieben. Es war auf jeden Fall, wie immer, was Lutherjagd. Und wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Mitjagen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.